Das Schiff halt nicht, aber okay. Günni, sei mir dankbar, das ist ein übelst langer Weg, den ich hier zurücklehne. Ja, ich habe das Fass halt gesündet und hab's dann fallen lassen. Und er ist halt reingeschwommen. Ich wollte eigentlich mit an Bord, ja, aber ich konnte mir den Jux jetzt irgendwie. Einmal muss ich's tun. Aber es ist übrigens wirklich praktisch, die an Bord zu haben, weil wenn du verfolgt wirst, kannst du die halt reinschmeißen und das gegnerische Schiff donnert halt voll rein. Das ist eigentlich voll gut. Ja gut, das Problem ist, wenn du es dann schon irgendwie eine Seite runterfallen lässt oder so, geht es in der Regel bei dir hoch. Ja, du Wenn musst es direkt du hinten, ja, du musst es direkt hinten runterschmeißen, sonst Erfahrung ist das habt. schlecht. Wo ist denn hier diese Kiste zum Munition nachladen? Die ist hier beim Arsenal. Hier unten. Warte. Beim Arsenal kannst du auch dann alles an. Oh, gucke mal. Ja, dann da zum Außenposten. Fertig. Wunderbar. So, pack ich den Schatz hin an. Pack ich einfach hier bei den Munitionstrollen. Kann man ja nicht übersehen. Ja. Habe ich jetzt eigentlich ein Stück Schwein? Wisse, Schweinbraten ist eine gute Idee. Ja, ich dachte, ich hätte eigentlich schwören können, dass ich eigentlich welche gekillt habe, aber irgendwie ja nicht. So, Aber wisst ihr was? Ich nehme mir mal kurz das Leben, dann kann ich nämlich eine blaue Flamme nehmen. Ich Kann man hab. dir helfen? Mir? Darf man dir helfen? Nö, ich will mich ja ertränken, ich will ja die blaue Flamme haben. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ist hier Hab ich. gut. Denn so blau, blau, blau Blüte entzieh. Oh Gott. Wie alt bist du? 33, drei Viertel. Merkt man gar nicht. Schwarz-braunes die Haselnuss, schwarz-braun bin auch ich, bin auch ich. Siehst du das eigentlich, wenn ich mit dem Kopf schüttel? Nee, ich bin ja Nee, unter du Wasser. bewegst dich halt nach links und rechts. Ach so, okay. Der ganze Körper. Du wolltest auch was kochen, oder nicht? Hallo, 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 juhu, juhu. rede mit Rede mit mir, mir. ich will eine Ich will eine Errungenschaft haben, Errungenschaft rede haben. mit mir, Rede mit rede mir. mit mir! Ja, so stelle ich mir ungefähr einen schlechten Trip vor. Nee, ich wollte nichts kochen, ich hab schon. warum kriegen die nichts? Ich hab doch mit denen gesprochen, die dumme Sau. Ja, ich habe vorhin auch mit dem einen geschrieben und hab auch nichts Oh, ich hab bekommen. den doch, ich hab gesprochen und geredet und, Manu. Hä, was meinst du, deine Flamme? Nee, nee, du, Fuck! diese Ach, Tagesmission. jetzt habe ich die Flamme vergessen. And again. Ach ja, stimmt, danke. Ich wollte ja auch noch meine Ja, Laterne. genau, die Tagesmission. Da stand gerade einer. Aber das hat irgendwie nicht geholfen. Hätte ich das Sprachrohr benutzen müssen? Ne, der stand da neben mir. Warum sollte ich ihn anschreien, wa? Killt ihr euch jetzt oder Oder? was? Ja, ich habe gerade vergessen, die Flamme mitzunehmen. Aber ihr könnt ansonsten gerne schon mal in die richtige Richtung fahren, also so ist er nicht. Wo müssen wir überhaupt hin? Guck. I don't know. Aber was ich richtig cool fände, wenn halt auch so wie in Fluch der Karibik so richtig böse Meerjungfrauen oder Nymphen oder irgend so ein Scheiß, weißt du? Du kommst zu dicht und dann ziehen die dich quasi an. Kommt aber bestimmt. Kann ich mir vorstellen. Oder so eine riesen Wasserschlange. Ich habe auch schon überlegt, so Sirenen oder so. Das wäre eigentlich noch was, was so fehlt. Ja, weil das andere, das sind ja nur Meerjungfrauenstatuen, ne? Die so summen. Das sind ja keine Sirenen, oder? Ja. Ach so, ich dachte, du meinst es jetzt so, ne? So im Gegenzug von diesen normalen Meerjungfrauen, die du dann hast, wenn du irgendwie. Ja, irgendwas halt, was im Wasser so wimmelt und wo du halt aufpassen müsstest. Sehr Ja, cool. Sirenen würde ich jetzt einfach so Ja, sagen. wenn du so Sirenen dicht war rankommst, gut. dann wirst du so hypnotisiert und schwimmst halt irgendwie wie besoffen Ja. ran oder sowas. Das wäre geil. Genau, irgendwie sowas. So habe ich mir das auch gedacht. Oder halt so im Sturm, weißt du, das halt ab und zu mal so ein richtig, so ein Tornado oder sowas, weißt du, wo du halt echt nicht reinfahren dürftest, weil dein Schiff dann kaputt ist. Wo Wäre auch müssen wir mal jetzt so geil. eigentlich hin? Na, Hier zum so. Hafen.
Außenposten habe ich jetzt einfach mal rausgesucht. Ach, Digga, ja, tu's hier, direkt geradezu. Genau, Geld abgeben und neue Missionen holen für Schatz suchen. Alles klar. So, jetzt hier Flamme des. Wie kann ich aufgenommen? Warum nicht? Why? Warum kann ich mir keine Flamme aussuchen? Oh. Neu ertrunken. Geht nicht. Hm. Merkwürdig. Achso, wir müssen Richtung Westen. Oh, neben uns ist ein Meerjungfrauenkristall. Echt? Kann mal einer einen Anker schmeißen gleich? Ja, oder ja, du kannst nicht hinterher schwimmen, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe doch, dass einer einen Anker schmeißt. Achso, na ja, dann sag doch was. Das wurde gerade gesagt, als ich reinsprang. Denk doch mal. Hoffe nur, dass mich gleich kein Hai anknabbert. So, die Kisten sind leer. Du solltest dir eher Sorgen drum machen, dass du nicht ertrinkst. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nee, ertrinken tue ich nicht. Ich hab ihn verloren. Achso, da. Hab ihn! Ja, mega. Megalodon. Hinter dir ist ein Hai. Ah, verdammt, keine Muni mehr. Ja, lol, vor mir ist einer. Oh. Ich sehe ihn wohl nicht, sonst würde ich drauf schießen. Jetzt gleich schießen, aber. Ist direkt mir auf der Spur. Das gibt lecker Haifleisch. Ach da, guck mal. Das gibt nämlich auch gut Geld. Yep, im Moment schon. Hm. Aua, der hat mich echt noch gebissen, als ich auf der Leiter war. Der dumme Hund. Wo ist er? Du, komm her. Wo bist du? Bam. Au, oh, lol. Oh, da ist noch einer. Bist du tot? Ja. Diese dumme Sau. Was ist das denn? Na, der soll... Doch. Den grill ich aber. Oh, jetzt zeigt eine blaue Flamme. Aha. Suizid. Ah, das Fleisch. Ich wollte gerade sagen, da ist er. He's down, down, down. Genau. Schön braten und dann verkaufen. Das gibt. Ja. Bock. Es hört sich immer an. Naja, wenn aber ich kann jetzt unser Schiff blau einfärben. Geil. Hi. Wunderbar. So, was jetzt? Okay. Erstmal Anker lichten, würde ich sagen. Hier, hier, ja, hilft dir mal. Jo. Jo, ho, und ne Buddel voll rum. Oh, wir müssen uns einmal komplett drehen, ne? Yep. Ja, wir haben einfach mal ein 360 gemacht. So, wie war das vorhin gewesen? Der Hai braucht wie lange? Er muss einfach nur goldbraun sein. Siehst du ja. Ja, der braucht noch eben. Ich glaube 1,30, 1,45 irgendwie so. Ja, der braucht schon eine Weile, ja. Ich habe irgendwo eine Liste, da steht, welchen Fisch kriegst du mit welchem Köder, wo, unter welchen Bedingungen, was bringt der in welcher Garstufe. Normaler Fly, normaler. Monster vielleicht, Kraken und Megalodon 2 Minuten und 5 Sekunden. Hast du den jetzt genommen? Nee, ich hab den nicht. Ja, ich hab den jetzt ins Fass gepackt, der war fertig. Achso? Ja, wir müssen, Ach, cool. Hä? Wir müssen uns wieder drehen, ne? Nee, ist alles gut. Achso. Ich glaube, meine Cousine hat sich komplett abgeschossen. Guck mal, ich habe hier noch eine schöne, seltene Frucht. Willst du die essen? Na, nee, lass mal. Warum nicht? Lecker. Mr. Bubbles, warum schreist du denn so? Was ist mit dir los? Ach, guck mal, schön muckelig. Oh, wir müssen mal, Ja? Ja, nee. Oh, wir sind wieder vom Kurs abgekommen. Wir sind vorbeigefahren. Ja, stimmt. Hä? Ja, dann geh mal einer von euch ans Steuer.
Südwesten. Ich geh mal. Südwesten? Ich? Ja, komm. Ich dreh mal. Das ist die Insel im Südwesten, genau. Das ist normalerweise nicht mein Aufgabenbereich. Du arbeitest aber nicht zufälligerweise im Baumarkt, oder? Nee. Oh shit. Das ist nicht meine Abteilung. Ja, ja, nee, da müssen Sie einen Kollegen fragen. So. Ist es die jetzt hier? Nee, ne? Nee. Die links von uns, wo die Lichter sind. Die links von uns, wo die Lichter sind? Yep. Jetzt einfach geradeaus. Geradeaus. I do my very best. Perfect. Wie er schon wieder hier Musik spielt. Aber so viert war das ein richtig geiler, übelst geiler Sound, ey. Ja, ne? Ja. Das war mega gut. Guck mal, siehst du, wir haben ja zwei Segel vergessen, war voll, wa? So. Jetzt sind wir wenigstens auch im Wind. Ja, bisschen weiter rechts. Wir driften ab. So? Ja gut, aber du hast ja noch die... Oh, das war das Signal für, wir haben übelst volle Fahrt, ne? Ich glaube schon. Ja, wir haben übelst. Einfach, ja, ein bisschen rechts bitte. Ach, hier ist er. Wir müssen einmal rumfahren. Ja? Okay. Ja. Aber Vorsicht, das ist ein Felsen. Ja, ich lenke gerade schon. Das sehe ich ja nicht. Dann guck doch hin. Ich bin ganz schön schnell. Alter. So hier, ne? Oder was? Nee. Doch, das ist der. Ist der? Ja. Ja. Wir sind viel zu schnell. Na, mal kurz die Handbremse anlegen. Perfekt. So, und jetzt kannst du ja mal gucken, ob du uns ranholst hier. Naja, ich muss erstmal den Anker wieder lichten. So. Aber ist ja fast perfekt eingeparkt, Junge. Aber echt mal. Ja, ich fahr uns mal noch ein bisschen an. Ein Stückchen. Segel eingeholt. Perfekt. Genau, und dann einfach ziehen und den Haken dran lassen, dann bleibst du nämlich dran. Moment. Braucht man nämlich auch nicht ankern. You know? I understand. Genau. Jetzt loslassen, nichts mehr ziehen. Dann fahren wir weiter ran. Stopp. Einfach so lassen. Gut, na dann gehen wir mal ab hier den Kram oder was. Was haben wir denn da alles? Ein Schädel, eine Truhe, Hai, aber Hai muss ja woanders hin. Meerjungfrau Saphir, okay, Saphir. Ja. Saphir. Oh Gott. So, wer will denn die Kiste eigentlich haben? Wer will den Saphir? Stimmt, Duke, gib den mal der Seelenfrau. Die finde ich wo? Da, wo sie immer ist, oben. Bei diesem Skelett vorbei, die Treppe hoch. Skelett. Ich geh mal zu, ich glaube, oder? Nimmt die auch? Mal gucken. Ich glaube, die nimmt die nicht, wa? Bist du jetzt gerade bei der Seelenfrau oder was? Ja. Hier, ne? Dann gehe ich mal zur Taverne, so. Madame Oprah, oh, 1000. Oh ja. Ja, der bringt 1000, der grüne 1,5 und der rote ist 2000. Ja, so, mega mal gucken, nice. Kann ich das eigentlich bei dem Guy abgeben? Nee, wa? Also bei Duke. Moin, Duke. Duke, guck mal hier, die Kicker. Hä? Okay. Was ist denn? Nimmt er die auch nicht? Nee. Wie heißt die? Ach so, ist die Seefahrer, ne? Dann nimmt der Goldtyp. Ist eine Seefahrerkiste. Ja, Kisten nimmt in der Regel immer dieser Goldtyp. Ja, es gibt noch diese anderen aschgrauen Kisten, wo du den Schlüssel brauchst. Ja, genau. Ja, die nimmt Duke. Gut. Gut, fein. Gut. So, na, dann nehmen wir noch hier gleich nochmal so eine Goldquest an. Ja, hier. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt auch mal diese goldene Schaufel, da gibt's mal voll Bock drauf. 6-karätiges Gold, ran. Zerschlissenes Pergament habe ich gefunden. Oh, einfach mitnehmen. Ja, gibt's eine Mission. Was wir haben, gibt's eine Mission, ja. Ja. Schade.
Vielleicht sollten wir mal die Vorräte wieder auffüllen. Fällt mir gerade mal so ein. Wahrscheinlich keine schlechte Idee. Weil ich habe so das Gefühl, wir könnten in naher Zukunft viele, viele Bretter gebrauchen. Achso, ihr könnt übrigens mal kurz herkommen, weil dann können wir nämlich mal die Goldflagge hissen, weil es gibt dann noch mehr Geld, verstehst du? Mhm. Müssen das nicht auch nur zwei sein, die annehmen? Ich suche gerade die Insel. Ja, dann muss der andere herkommen. Ich bin auf dem Weg. Sehr gut. Angel ich mal hier ganz kurz. Boah, ich liebe dieses blaue Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Oder? Und blau und rot, das ist so übelst krass. Richtig nice. Da lohnt sich das Sterben doch. Na, einer muss ertrinken und der andere, der muss verbrennen. Ja, aber ertrinken hat halt nicht ganz geklappt, sondern du musst halt im Wasser getötet so werden. Also der Hai, als er mich gekillt hat, war okay. Die blaue. Ja, weil Suizid hat leider. Wo muss ich hin? Zu dem Goldtypen nehmen, auf den Tisch, da dein Messer reinstechen. Neben dem Tisch auf dem Goldtyp. Ach, hier. Mm. Goldsammler, ne? Ja. Setze das Segel für Botschafter der Goldsammler. Haben wir die? Ja, jetzt haben wir die, ja. Ist auf dem Schiff, die gelbe. Weil das kriegst halt, desto mehr Schätze du jetzt sammelst, desto mehr Belohnung kriegst du hinten raus. Ach so. Oh, Alter. Lol. Ich muss mal ganz kurz hier einen riesigen Fisch angeln. Es tut mir leid, aber das ist ein Monster. Das hören wir öfter. Was? Mhm. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht so dicht am... wenn ich den kriege, okay, der war schlecht. Nice. Sorry. Hier ist ein Monster. Monster. Der. Ich schmeiß jetzt doch mal den Anker, weil der Wind drückt uns die ganze Zeit dagegen. Ah, okay, alles klar. Nicht, dass dann doch noch was kaputt geht. Das knarzt schon alle so blöd. Ist auch krass, wenn du oben auf dem Masten stehst, ne, wie das so übelst knarzt, ey. Mega. Oh, der ja, kämpft ja ganz schön. Na, komm her. Gut, so, was ist die andere? Achso, das ist die einzige, die wir gerade haben. Ja, ich habe noch einen im Inventar. Ja, alles gut. Ich hätte natürlich klügerweise die vorher da schon abgehen können, aber... So. Ja, ich bin nochmal ganz kurz auf K. Okay. Ja, gut. Oh, komm her, du Biest. Wie redest du mit mir? Das ist ein echtes Riesen. Ich glaube, das ist ein Trophäenfisch. Auch der Trick beim Angeln, ne? Wenn du siehst, der ist klein und blöd, nur dann holst du die Angel wieder ein und machst es halt so oft, bis du sagst, entweder das ist ein geiler Fisch, also einen, den du noch nicht hast, oder wo du sagst, jupp, ein großer. Und da das ja gerade beim Jäger scheinbar mehr Erfahrungspunkte gibt, dachte ich mir so. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Okay, das ist schon leer. Ich loote hier gerade einfach mal alle Fässer. Ja, das ist doch so gut. Ich finde halt immer diese magischen Kugeln halt, die sie eingeführt haben, so geil. Hm. Entweder kannst du sie zum Humpeln bringen, schlafen, besoffen machen, das ist schon echt geil. Ach. Wehre dich nicht, kleiner Fisch. Du willst es doch auch. Ja, lange macht er nicht mehr. Ich hab ihn schon fast. Ich kann ihn schon fast greifen. Weißt du, sowas wird dann besprochen, wenn man dann mal kurz weg ist. Vor allem das ist so richtig eklig, weißt du, oh, du willst das doch auch. Ich kann ihn schon fast greifen, aus der glitschig. Oh, yeah. Und was haben wir denn da? Haben wir denn da Schönes? Umbra brauner Trophäenpfandschieber. Umbra braun. Oh. Hornhaut Umbra. Ey, ich habe neulich einmal auch so einen Trophäenfisch gehabt, ne? Mhm. Wollte den zeigen und wollte einen Screenshot machen. Hab vergessen, dass ich meinen Affen neben mir hatte und die hatten gegessen. Das war scheiße. Ist ein Panstieber, ja. Dann ja, aber bitte ich dich, das nicht deinem Affen zu geben, weil das ist der seltene von denen. Der ja, bringt von denen am meisten. Deswegen sage ich ja, das mache ich halt nie wieder. Ich hatte das auch irgendwie, weiß ich nicht, meine Maus zickt langsam so ein bisschen rum. Und ja, da habe ich dann irgendwie, da haben wir einen Kraken besiegt und ich habe das Fleisch in der Hand. Hey, guck mal, ja. Ja. Tada, danke. Der Affe. Das,
Ich muss mal das Fisch Licht hier ganz kurz. Shit, kann ich gar nicht einfärben, okay. Ey, lass unseren blauen Partybus bitte, ja? Der ist mega. Ja, ist cool. Was hab ich denn eigentlich für ein Licht? Quasi, als hättest du eine Alexa an Bord, weißt du, und so, Aber echt. Aber ihr könnt gern schon losfahren. Ach nee! Okay, warte mal, ich pack den Fisch mal ganz kurz noch mein Inventar, weil dann kann ich mal ganz kurz die Mission hier hinpacken. Dann kann ich schon mal annehmen. Okay. Flamme von Laterne kann nicht genommen werden. So, hier, zack. Ich hab, eine Mission. Ja, Sekunde. Da liegt aber halt der Affe gerade drauf, müsst ihr ein bisschen gucken. Zeig mal. Achso. Lala. Ja. Das ist ganz schlecht, da sehe ich nichts. Ich auch nicht, aber. Ja, dann nimm weg, weil wenn der jetzt anbrennt, du Affe. Das ist wichtig. Wo müssen wir jetzt eigentlich wieder hin? Hab ich markiert. Ja, gut, und das halt noch von der Dingens, ne? Also, wir haben jetzt die eine Mission, das ist eine Pergamentrolle. So, und das andere ist. Wo ist das andere? Ja, da liegt der Affe. Ah, da, ja. Ja, also, da. Richtung Südosten. Sheet Daniels. Mal gucken, ob die andere Insel näher dran ist oder so. Kapitel 1. Oh. Kapitel 1, okay. Yeah. Kapitel, okay. Lies uns was vor. Ach klar, ich drück die ganze Zeit R, natürlich wird das nichts. Ah, guck mal, das ist auch hier in der Gegend. Gucket mal. Ah, geil, das ist direkt alles auf einem Weg. Ja, dann sag mal, in welche Richtung ich losstarten muss. Südost. Südosten, alles klar. Südosten, da müssen wir uns einmal drehen. Soll ich dir noch so ein Cheerleader-Team vor die Nase setzen? Bitte mit Leuchtrakete. Aber natürlich. Der Fisch braucht schon ganz so. Schön, aber jetzt wird er langsam. Aber er wird. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns gerade keinen Zentimeter vom Fleck bewegen. Weil Anker, oder was? Nö, eigentlich... Wir stehen halt ziemlich ungünstig, Oh, ja, doch, wir bewegen uns nur halt die ganze Zeit nach vorn. Mhm, ich seh's schon. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, Segel hoch erstmal. Oh! Das wird. Ja, das ist, Ich würde sagen, wir springen erstmal von Bord. Warum? Weil ich kann. Boah, scheiße. So. Und dann. Einfach rechts rum. Oder links rum, meine ich. Hatte ich ja schon, aber der bewegt sich halt null. Ja, hast du den Haken eingeholt? Ja, das ist. Okay, warte. Ich kenne mich aus, dann warte. Ich weiß immer nicht. Nein, ich weiß, warte. Der Trick ist, der musste komplett entgegengesetzt, dann drückt er nämlich vorne gegen. Ah. Und dann manövrierst du dich so langsam wieder raus. Ja. So. Ja. Drückt. Ja, mit Booten kenne ich mich aus. Ja, wohnst du ja auch auf einem. Nee, bin aber früher tatsächlich immer auf Boot gefahren. Also jetzt nichts mit Segeln, aber... Kiek mal. Ja, bin ich auch mal. Mein Opa, da saß da drauf, der hat seinen Hut festgehalten. Weiß ich noch, das war mega geil. Also meine Oma, da wir hatten so einen Ferienpass und die ist dann halt jedes Jahr mit mir dann auf irgendeiner Insel rumgeschippert. Ja, es war schon ziemlich cool. So, wohin müssen wir jetzt? Südosten. Südosten war es, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Und dann? Dann ist das direkt alles auf einem Weg, also ist ganz praktisch. Oh, noch ein bisschen weiter drehen. Ja, ich weiß. Ich wollte nur erst rausfahren. Ach, wir haben Gegenwind. Scheiße. Wie üblich. Naja, noch. Warte, ich bin ja noch nicht ganz. Ist noch nicht ganz Südosten, ne? Ah, warte, ich kann ja. Nee, so passt. Ja, so da muss ich einschlagen. Dauert. Alles klar, das sieht gut aus. Ich guck mal, ob ich in den Wind drehen kann. Guck mal, jetzt genau. Ja, bitteschön. Wunderbärchen. Ist der Weg weit? Ja, eigentlich nicht so, ne? Nee, also es ist nicht wirklich weit. Geh mal trotzdem mal Vollgas.
Muss hier zwischendurch, ne? Hm? Schaff ich das? Ja, nein, ein bisschen weiter rechts. Rechts, 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 rechts. Ey, nur. Keep cool. Ich hab hier alles under control. Ja, okay. Okay, es war sehr knapp. Gib's zu. Kannst du nochmal ein Ticket nach rechts einlenken? Ja, guck, was ist denn da vorne? Nichts, wo wir hinwollen. Nee, was ist denn da vorne? Das war eine ernste gemeinte Frage. Was denn? Also auf der Karte wird nichts angezeigt. Das, was aussieht wie ein Schiff. Also, echt so. Günni, du bist wirklich, ich könnte dich manchmal... Ach das? Das ist ein, ich würde schätzen, das ist ein Schiff. Warte, ich guck mal durch meinen... Ja, wohin fährt's denn? Ja, ich guck mal durch mein Fernglas, Moment. Das ist ein Zweimaster. Ein Spielerschiff. Ja. Ne? Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Südosten noch, ne? Hm. Sekunde. Ja, aber... Mal ordentlich nach rechts einschlagen. Ja, ja. Die Insel, okay. Die, dann sind wir da. Und das andere, der Zweimaster, den wir sehen, das wird wahrscheinlich der Totenkopf auf der Karte sein. Die sind auf Jagd. Okay, ich hole schon mal ein Segel wieder ein. Wo ist denn nach rechts? Die hier, ja. Ganz rechts. Ja, genau. Ach, die. Ja. Ja. Jetzt hältst du, jetzt fährst du drauf zu. Ja. Ich habe gesagt, ich hole ein Segel ein. Ja. Ich wollte halt aber auch nicht wieder auflaufen, verstehst du? Vertraue mir. Kann mal einer gucken, ob man mit dem Fernglas sehen kann, wo ich da anlegen kann, im besten Fall. Und vor allen Dingen den links von uns im Auge behalten. Also, ich sehe den gerade noch. Ja. Ist die Insel gerade zu, ne? Müsste. Ja, genau. Das ist, Weil der fährt halt genau parallel zu uns. Der fällt, na gut, fällt mir nicht. Nee, also auf der Seite können wir gar nicht anlegen. Das ist zumindest kein... Ich fahre dann mal rechts vorbei, in der Hoffnung, dass der andere uns findet. Ja gut, wir könnten hier zwischen die Steine, ne? Könnten wir versuchen. Dann sind wir noch so ein bisschen eventuell geschützt. Keine Ahnung. Oh ja. Ja, dass man uns halt nicht gleich sieht, ne? Wäre geil. Ja. So, wo ist der Vogel denn jetzt? Ach, da. Oh, bleib du mal schön, wo du bist, Freundchen. Oh, wir holen mal das Segel hier ein bisschen ein, weil wenn ich da rein manövrieren muss, dann lieber langsam mal zu schnell. Ja. Besser ist. Der hält auch an, ne? Aber da hinten, ne? Ja gut, da kann er ja bleiben. Mal gucken, ne? Wenn sie jetzt nur einen Anker geschmissen haben, um eben zu drehen. Behalte aber mal ein bisschen im Auge. Kannst ja niemandem vertrauen hier. Das ist soweit richtig. Nicht meine eigenen Crew. In eurem Fall. Nee, nicht mit den ganzen Explosionsfässern. So, aber hier hinten ist jetzt nichts, wo wir anlegen können, oder? Doch, du. Oh, kannst Gott. Ja, doch, du kannst da nicht einen Stein hoch. Du kannst da einmal so durch und dann. Ja, ich würde jetzt mal kurz. Ja, ich habe schon eine Idee. Geradeaus, aber ich will nicht sagen, dass wir safe sind. Nee, ich hab schon einen Plan. Noch ein bisschen ran, dann einmal drehen und dann halt in Fluchtrichtung. Mhm. Obwohl der fährt geradeaus, ist vielleicht ja, gar nicht so schön. Ja, er fährt halt einmal um die Insel. Ich weiß, es können jetzt auch erstmal hier stehen bleiben, vielleicht. Ja. So, jetzt dreh ich noch ein bisschen, damit man uns nicht gleich sieht. Volle Breitseite. Mit dem Schädel rechts von uns auf der Karte. Weiß ich noch nicht. So, jetzt könnt ihr uns mal ranziehen übrigens. Genau. Ja, ich würde jetzt eigentlich verschmeißen oder was. Ah, mach mal. Ja, warte so. Oh, oh, oh. Und Krach. Kracht nicht. Doch. Wenn du nicht zu doll ziehst, kracht das nicht. So, aber jetzt kannst du meinetwegen Anker werfen. Also wir sind relativ nah dran. Ja gut, aber wenn die jetzt von der anderen Seite kommen, kommen wir hier so jetzt so, weg. So, zack. Günni, wie oft muss ich dir erklären? Harpune rein, drin lassen. Zack, Schiff ist still. Ist das etwa Harpuna Matata? Weil solange kein Wind und Sturm ist, geht das. Und muss man nämlich nicht ankern. Das ist nämlich... Ja, ich sehe den Zweimaster jetzt auch nicht mehr. So, was müssen wir jetzt hier machen?
Also da vorne läuft ein Skelett. Wo sind wir jetzt? Hier, einen Schatz finden. Fuck. Folge den Zeichen, bla bla.